Willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein Food-Haul für euch. Und wann ist? Ja. Hallo. Dich interessiert keiner. Dich wollte ich gerade zwar erwähnen, aber das hast du mir ja gründlich versaut. Ne? Also ich habe ein Food-Haul für euch. Wir waren. Ja. Ich habe einen Food-Haul für euch. Ja. Wir waren im Kaufland und im Lidl. Also wir haben im Kaufland 65 Euro ausgegeben und im Lidl 15. Also macht zusammen 80. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Fangen wir mal direkt mit meinem Frühstück an. Das ist schon zerbeutelt ist Kellogg's Fruit Loops, waren im Angebot. Mit Zinni-Minis, die besten Cornflakes, die es überhaupt nur gibt. Dann hat sich Vanessa einmal Freebake Zero Max, Cola Max Kirsche geholt. Ist glaube ich neu. Ja, glaube ich auch. Ich hoffe, die schmeckt. Noch nie gesehen. Dann haben wir einmal Blender Med. Extra frisch, clean, auch im Angebot. Spitzenlangkornreis, der unserer leer war. Gehe ich mal von aus? Nein, wir haben noch, aber wieso gibt es zweimal Reis? Okay, diese Woche gibt es zweimal Reis, deswegen haben wir Reis gekauft. Pesto? Basilikum-Pesto ist das, glaube ich, ne? Basilikum. Hast du es jetzt? Dann habe ich mir einmal Räucherscheibenkäse mit Was? Schinken geholt. Hab ich schon Käsescheibenkäse? Ja. Okay. Seitenbacher. Leichte Creme zum Kochen mit 7%. Einmal Gratin-Käse. Leicht von der Kaufland-Eigenmarke. Dann einmal noch Parmesan-Käse von der Kaufland-Eigenmarke. Einmal Tomatenmark. Tomatenmark? Ja. Was ist denn Tomatenmark? Maxi King, waren die Mango. War eine Mango. Für Geld. 99 Cent. Dann habe ich mir noch in der zu verwerten Abteilung. Also, ne? Sag doch einfach Angebotsabteilung. Nein, ich komme demnächst weg, Abteilung. Weichmüllabteilung. Genau, ja, ist ja eigentlich so. Landliebe Brombeer ist das, glaube ich. Landliebe Joghurt Brombeer und Landliebe Joghurt Zitrone Limette. 50% reduziert. Also nur noch 33 Cent statt 67. Einmal Tuna im eigenen Saft. Dann haben wir einmal Gück-Schinken. Gäck-Schinken. Einmal haben wir dann verführerisches Il Meglio Haselnuss hergestellt in Italien mitgenommen. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich Eis oder so. Nee, das ist Bambus. Okay, das ist Bambus. Dann haben wir einmal Tortellonis mitgenommen. Warum sagt man dann eigentlich immer Tortellini? Was ist denn der Unterschied zwischen Tortelloni und Tortellini? Nee, jetzt mal ohne Spaß. Was ist der Unterschied? Könntest du ja mal in die Kommentare schreiben, weil das interessiert mich mal gerade. Falls es einer weiß. Spitzpaprika, 400 Gramm, in Rot, für zwei Rezepte. Süßkartoffelpommes für ein Rezept mit Burger. Kommt auf den Burger so drauf. Dann haben wir das zweimal geholt für Burger. Nein, einmal. Einmal für Burger, Patties zu machen. Chevalade-Wurst für mich. Und dann hatten sie ein Mette Natur im Angebot. Oh, kann ich so löffeln, ne? Einmal Fake Monte, auch total geil. Dann haben wir uns einmal Pizza aus dem Steinofen Mozzarella geholt. Die haben wir ja jetzt schon aus dem Lidl getestet und die war auch sehr lecker. Nuggets mit Curry Dip. Nee, doch. Scheiße. Ich wollte eigentlich einmal mit Sweet Chili. Einmal Blömchen. Die sehen schön aus übrigens. Dann haben wir ultra teure Süßkartoffelchips geholt. Im Lidl 100 Gramm kosten 1,59. 65 ist ja noch schlimmer. Dann habe ich noch einmal Patronus Weißbier Grapefruite mitgenommen. Und Vanessa hat sich King Kong Light, nee, Kong Strong Light mitgenommen. Den King Kong. Dann habe ich aus der Ich komme bald weg Abteilung auch nochmal Landliebe mein Morgen mitgenommen. Erdbeerbanane mit Cerealien. Mal gucken, ob der schmeckt. Dann, da ich bei Jessie die Wattestäbchen vergessen habe, beziehungsweise so ausgefallen sind, wie auch immer, muss ich mir neu kaufen. Ja, du Monster. Au! Butter mitgenommen. Deutsche Markenbutter, mild gesäuert. Vollkorn-Burgerbrötchen, weil die einfach total lecker sind. Dafür holländische Artkäse Light für den Burger. 10 Scheiben für einen Burger, ne? Und deswegen haben wir nur eine Packung, weil ich alle 10 Scheiben bekomme. Ja. Kräuterquark in Light. Dann haben wir noch sau leckeres Malzbrot geholt. Das ist echt super. Kannst du mit allem essen. Ja, dann ich glaube nicht, dass du da einen Backstein drauflegen kannst und das schmeckt. Dann haben wir noch Mini. Was? Ein Stein? Ich glaube nicht, dass du einen Backstein drauflegen kannst und dass das dann auch schmeckt. Man kann es mal probieren. Dann haben wir noch Mini-Romana für die Burger mitgeholt, weil
Das heißt mitgenommen oder geholt. Das ist immer noch mitgeholt. Mann, das ist mein Wort. Ist wie Anziehklamotten. Das gibt's auch nicht. Ist mir doch egal, das sind meine Wörter. Sandwich-Gurken, weil Sandwich. Dann braucht man sie nicht schneiden. Für faule Leute. Hui, eine Wassermelone. Die ist so süß. Eine Hand. Ein Baby-Wassermelone. Für 3 Euro fast. Ja. Und dann haben wir Benne, Rigatoni mitgenommen. Dann haben wir ein Lavaberg-Salat mitgenommen. Mann, warum Lavaberg? Was laberst du? Das Gegenteil von Eisberg. Oh, Lavaberg. Milch, wie immer. Und 3-mal für Vanessa. Dann haben wir noch rote Zwiebeln mitgenommen, weil das einfach die besten sind. Einen Sack Kartoffeln. Ich hoffe, da ist irgendwo eine Faulige dabei. So ich zumindest. Du bist dabei. Du bist in dem Sack drin. Faulig. Dann habe ich mir noch einmal Fastboards mitgenommen. Sport, sorry. Beim Angebot. Riecht gut. Und dann haben wir als zum Schluss noch 2 Kilo Rayburn. Rayburn, wie auch immer die ausgesprochen werden. 2 Kilo mitgeholt. Du machst noch mit Absicht. Mitgenommen, da ich ja selbstgemachten Apfelmus machen wollte. So, 2 Kilo reichen, glaube ich. Dann weiß ich jetzt nicht, wo das Handy ist. Dann gibt es jetzt die Einkaufsliste. Dann gibt es jetzt die... Ach... Wie heißt denn das böse Wort? Essensliste für diese Woche. Oh, ich sehe aber nicht so fresh aus. Ich bin nicht geschminkt. Ich auch nicht. Hallo erstmal. Hi. Essensplan startet ab Dienstag. Und zwar gibt es da Fleisch mit Reis und Quark. Am Mittwoch gibt es Salat mit Kartoffelecken und auch wieder Quark. Am Donnerstag gibt es Tortellini-Auflauf. Am Freitag machen wir einfach nur Nudeln mit Pesto, weil ich seit Tagen wieder voll Bock auf Pesto habe. Und deswegen habe ich gesagt, wir machen jetzt nochmal Pesto. Und am Samstag gibt es, wie gesagt, Burger mit den Süßkartoffelpommes. Und am Sonntag gibt es Hähnchen aus dem Ofen mit Paprika und dazu Reis. Ja, hübsch. Ja, okay. Möchtest du dein Food-Haul vielleicht auch beenden, oder? Oh, dann war es das mit dem Video für heute. Ich hoffe, der Food-Euch hat euch gefällt. Nein, gehaut. Ich glaube, ihr wart froh, dass die nicht dabei war. Nee, ich glaube, die waren froh, dass ich jetzt am Ende reinkam. Und ja, tschö. Ja, also lasst uns sehr, sehr gerne euer Feedback und in den Kommentaren beziehungsweise euren Essensplan. Diese Woche so esst, würde mich sehr, sehr interessieren. Und dann würde ich mich ebenfalls sehr über ein Däumchen nach oben von euch freuen, beziehungsweise wir. Und dann sehen wir uns direkt am Donnerstag sehr wahrscheinlich bei einem neuen Video wieder. Tschüss! Hallo? Hallo, tschüss!